Hallo Freunde der Spielkultur, beim letzten Mal haben wir den Dobby Kadashi getötet und heute müssen wir den Anjanat töten, damit wir den Thora Magnar raus fangen können. Und ich habe noch ein bisschen, das haben wir beim letzten Part noch gemacht, die neue Wasserwaffe, die Wasserenergieklinge geholt und diese schicke Rüstung, also ein bisschen mehr aushalten. Es ist zwar nicht viel, aber ja, schauen wir mal. Ich bin gerade beim Überlegen. Vielleicht Rüstung verbessern. Ja, sie ist nicht stark, überhaupt nicht. Ja, für das verbrauche ich meine Rüstkugeln aber auch nicht. Probieren wir den Anjanat einfach einmal und sonst machen wir noch mal den Dobby Kadashi und holen uns diese Rüstung. Also nehmen wir mal die Quest an. Ist das eine dringende Quest? Optionale Quest? Nee. Oder was wollen die jetzt von mir? Achso. Jetzt müssen wir mit unserer Wildexpertin reden. Und dann, bitte wohl die Quest jetzt starten. Wow, was ist denn das? Drehen wir nochmal, oder reden wir zuerst mit ihm? Da hat der Kommandant gesagt, wir sollen mit ihm reden. Seit der Wanderung ist die Arbeit hier in der neuen Welt noch härter geworden. Das bedeutet, dass du auch härter werden musst. Die alte Kantine sah langsam alt aus. Hahaha. In meinem Haus gibt es keinen Stillstand, nur Fortschritt. Also habe ich etwas die Pfoten spielen lassen und jetzt gibt es alle möglichen neuen Mahlzeiten in der Kantine. Mehr Auswahl an Mahlzeiten vor der Jagd bedeutet, du hast mehr Optionen. Monstern einzuheizen. Für alle ein Gewinn, außer die Monster. Ja, das stimmt. Ja, wieder. Bist du interessiert daran, für die Kantine weitere Zutaten zu beschaffen? Das wäre was. Kümmert dich um die Quest. Nur das Gelbe in der Ödnis. Dann wird das Menü einsame Spitze. Okay. Ohne ein Gelb ist in der Kantine nichts los. Besorge mir mein Pfotein. Eier müssen wir holen. Das ist doof. Echt. Braucht ich nur irgendein Monster treffen mit seiner Attacke und das Ei fällt runter. Das ist aber nur nervig. Aber am allernervigsten sind Würmeier holen. So von Ratian. Die magst ganz gern, wenn du die Babys von ihr holst. Aber dazu ein anderer Mal mehr. Reden wir mal mit ihr, okay. Oder besser gesagt, lesen wir mal von ihr vor. Also, Partner, der letzte Schritt zur Sicherung der Abwehr von Astera ist die Ausschaltung des Störenfrieds Anjanath. Er ist zwar ein furchtbarer Monster, aber du schaffst das. Ich meine, er sieht wie ein großes Bausch Zuckerwatte aus. Mit scharfen Zähnen. Ja, super. Sie kann mich immer so gut motivieren. Gut, das ist dann Rang 4. Wir werden die Quest gleich annehmen. 11 ist gut, glaube ich. 11 ist perfekt. Dann holen wir uns vielleicht noch die... Moment. Erst holen wir uns was zum Essen. Okay, die neue Kantine zeigt uns jetzt. Ah, cool. Die zwei. Jetzt kochen sie Suppe für mich oder einen Topf. Wird immer größer. Oh, das schaut echt lecker aus. Wird am liebsten runterbeißen. Gut. Eine Mahlzeit essen. Alter. Das nehme ich. Schauen wir uns die Animation, die neue, an. Hm.
Jetzt macht er noch weniger wie vorher. Wow. Perfekt. Sind wir gebufft. Und jetzt starten wir die Engineer-Jagd. Und hoffen, dass ich nicht zu oft sterbe, echt. Sonst muss ich halt noch ein bisschen Rüstung farmen. Vom Dobby Katashi. Oder irgendeine, die was viel Feuerabwehr hat. Das werden wir dann eh sehen, ob es geht oder nicht. Aber Quest beginnt ja eh schon. Oberste Priorität hat der Schutz unserer Basis. Ja, machen wir, danke. Auf Wiedersehen. Nutze alles, was du zur Verfügung hast. So läuft der Hase hier in der neuen Welt. Echt. Gut. Wo sind die Spuren von dem Ding? Der Kampf wird richtig episch, glaube ich. Neue Spuren. Ja, die Spurkäfer haben die Spur aufgenommen. Gut, gut. Dann frag mich nur, wo das Ding herum. Herumstreift in dieser Welt. Ah, hier. Okay. Alter, das ist der. Okay. Aber das Design von dem Ding ist ja echt nice, das müsst ihr schon sagen. Und der Kampf ist ja auch ziemlich schwierig. Bam und... Jetzt schmeißt er mit seiner Beute, jetzt ist er böse. Ingenieur, servus. Ich hab gehört, du magst Wasser nicht so gern. Wow. Hallo. Komm. Alter. Alter, Alter. Das Ding ist echt hart. Aber dabei ist jetzt noch harmlos eigentlich. Und ich mache fast keinen Schaden. Beim Maul sollte man nicht sein bei dem Ding. Wow. Hallo. Kriegst du ein paar Energiefiolen von mir ab? Jetzt ist er böse. Und jetzt sollten wir weit weg von ihm. Weil das, was jetzt kommt, ist ein bisschen ekliger. Aber machbar.
Ja, komm, fall doch hin. Kannst du bitte hinplumpsen? Wow, das. Ja, sag ich, das ist tödlich. Diese Attacke bringt mich normalerweise um. Was soll ich mit dem bisschen. Ah, den kann ich looten. Einfach nur so, weil er gerade hier so herumgammelt. Aber er läuft schon mal weg. Ich glaube, das ist. Also ich glaube, das ein gutes Zeichen ist, ob er das überhaupt macht. Aber ich brauche Kraut. Kraut, Kraut. Ich habe nicht genug Kraut. Oder ich sollte ein bisschen mehr Expeditionen machen. Honig habe ich zum wirklich zum Herschenken, aber. Aber Kraut? Mal die Spuren mitnehmen. Die schaden nie. Hallo Angela. Alter, der hat mich. Okay, gut. Katze, du warst zu langsam. Erste Mal gestorben bin ich schon mal. Der hüpft mich. Der hüpft mich an und ich bin tot. Gut. Hier runter, hier hoch. Ah, dann sind wir eh wieder da. Nein, nein, nein. Alter Knochen, perfekt, da kann ich die Rüstung vollständig machen. Ja, ich weiß. Das Ding jetzt wieder unten. Doch nicht. Kann es sich mal entscheiden, ob es jetzt oben ist oder unten oder oben oder unten. Keine Ahnung. Ah, der war sowieso oben. Oh, Ratian. Wir haben einen Rangkampf. Ja. Ratalo. Weg, 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 weg. Nicht Ratian, sondern Ratalos. Mischt sich jetzt auch ins Gefecht ein. Ach, die spielen ja. Habe ich nicht irgendwo eine Dungbombe? Das wäre das Allerbeste, was mir jetzt passieren kann. Wo ist das Ding? Der ist schon abgehaut. Anscheinend ist ein Ratalos für ihn ein bisschen zu hart. Oder halt. Ja, keine Ahnung. Wahrscheinlich ist Ratalos ein bisschen höher in der Nahrungskette hier. Hallo mein Freund. Hallo mein netter neuer Freund. Alter. Weg von seiner Schnauze. Mein Alter, das Ding macht Schaden. Und das sollte ich komplett meinen. Schon ein bisschen aggro. Eigentlich ist er sowieso einer der Monster, der was eigentlich ziemlich schnell aggro ist. Das tötet mich weg. Instant, glaube ich. Nein, 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 nein. Kümmere dich um meine Katze. Dann kann ich ganz normal, ganz in Ruhe. Ah, Katze ist hier. Katze, wie bist du? Nein, 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 nein! Alter! Alter, das
der Feuerstoß, der ist tödlich, so ziemlich. Danke. Kannst du bitte liegen? Nein! Oh Gott. Alter, das Ding. Weg, 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 weg. Das sollte man meinen. Ja, schleifen wollte ich auch. Oh. Schnell, schnell, schnell. Kätzelein beschäftigt dich dabei. Ah, jetzt haut er ab. Extra. Alter, jetzt rastet er komplett aus. Das. Okay, jetzt ist er aus mit Ausrasten oder was? Nein! Okay. Das war jetzt ein schöner Schlag. Jetzt habe ich. Oh. Sorry, ich kann jetzt nicht annehmen. Das war ein Freund von mir, sorry Leute. Der hat nämlich mal mit mir gespielt zusammen. Der was, ich über YouTube kennengelernt habe, und gestern haben wir halt zusammen gespielt. Nein, du siehst mich nicht, du siehst mich nicht. Nein, 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 du riechst mich nicht. Ah, doch, er riecht mich. Ja, okay. Einmal bitte. Ich glaube, der fühlt sich jetzt auch verarscht. Nein, nein. Ja, komm her. Alter. Der gibt mir eine Kopfnuss und ich bin fast schon tot. Und das will ich gar nicht wissen, wie viel Schaden das Ding macht. Ah, okay, jetzt hin. Ich dachte mir, du kümmerst dich um ihn. Er sabbert schon. Ich glaube, das ist ein gutes Zeichen, oder? Ich glaube. Oh doch, ich glaube, das ist ein gutes Zeichen, wenn er immer wieder hinfällt. Kannst du bitte noch mehr hinfallen? Oder nicht böse? Ja, er wird böse. Er wird böse. Ja, er ist böse. Er ist böse. Kannst du. Er hat eine auf die Schnauze bekommen von mir. Das gefällt ihm sicher nicht so ganz. Okay, mir gefällt es auch nicht. Alter. Mein Problem. So ist er eigentlich eh nicht so schwer. Man muss also auf gewisse Attacken aufpassen. Nur irgendwie sind mir meine Tränke ausgegangen. Die, wenn wir jetzt wirklich, wie spät haben wir es? Oder wie lange nehmen wir schon auf? Ist eher die Frage. Hey, er ist tot. Er wird tot gleich. Jetzt darf ich mir wirklich keinen Fehler mehr erlauben. Honig. Wo ist Kraut? Er geht schlafen.
Oder Essen oder irgend sowas. Hey, cool. Wir haben ihn fast schon geschafft. Nein. Nein, Stoffel. So. Was ist denn das für ein Scheiß? Ich bewege nur meine Kamera. Wo ist mein Ingenieur? Anjanaf. Kraut. Ja, zwei Tränke. Oh ja, jetzt sieht er. Wow, ja, es kommen. Packt er seine Flügel aus. Ja, habt ihr das gesehen? Kannst du bitte. Nein! Verdammt! Das war jetzt knapp. Alter, nein! Ich habe ihn ja schon fast gehabt. Ja, eine Schuppe zum Trostpreis oder was? Ja, danke. Zu nett. Ich glaube, jetzt werde ich mal. Alter, nein. Vielleicht lade ich einen Freund ein, den haben wir dann in 10 Minuten. Moment, ich schneide das jetzt noch schnell raus. Moment, ich erstelle noch schnell eine Online-Sitzung. Und dann wenn das jetzt funktioniert hat, ja, jetzt ladet es wieder. Jetzt werde ich ein bisschen Kraut farmen gehen, einfach nur so. Weil mir einfach das Kraut ausgegangen ist. Moment. Nein, falsch. Optionen. Was will. Gildenkarte. Empfangen. Ah ja. Ein Freund lade ich jetzt zu unserer Runde ein. Und ich werde mal zu. Ich denke gerade nach, wo ich am besten Kraut mir holen kann. Ich habe hier. Und das werden wir jetzt noch die letzten 10 Minuten machen. Oder so circa halt. Damit wir beim nächsten Mal den Drecksviech besiegen. Weil irgendwie, ich hätte nur ein bisschen mehr Leben oder. Ja, ich hätte ihn einfach nur. Ja, keine Ahnung, vielleicht eine Fassbombe hinstellen sollen oder irgend so ein Kram. Ja, ich habe keine Ahnung, aber die werde ich mir vielleicht bis zum nächsten Mal kaufen, wenn der schlafen geht. Weil eigentlich habe ich ihn ziemlich schnell tot bekommen, aber dann zum Schluss, ich habe ihn einfach zu oft gestorben. Ein paar Attacken sind bei dem so tödlich. Und dann hat es sich mit mir erledigt, weil ich einfach zu wenig Leben dann noch habe, weil ich beim ersten Mal schon gestorben bin. Das Ding ist nicht zum Unterschätzen. Ich meine, grundsätzlich ist er nicht so schwierig, aber man muss halt schauen, dass man nicht vor seiner Schnauze ist. Wenn er zum Beispiel die Flügel ausfährt und die Nase, diese witzige Nase, ich weiß nicht, wie ich dazu sagen kann. Ja. Oder die Nase ausfährt, weil dann spuckt er Feuer und rempelt mich und weiß ich nicht noch, was das Ding, ja, apropos das Ding, schau mal, was da vorne auf uns wartet. Man kann hier nicht einmal in Ruhe Kraut farmen. Aber ist egal. Ich gehe dem. Hier ist jetzt schon ein Kraut, oder? Bist du Kraut? Ja, du bist Kraut. Perfekt. Nehmen wir ein bisschen. Vielleicht machen wir ein Jagras oder so noch. Ah, Megatrank sogar. Perfekt.
Hallo, Jagas. Machen wir den noch schnell. Willst du nicht mehr? Okay. Dann haben wir einfach ab. Ah, doch. Machen wir einen Jagas. Nein, der ist abgehauen. Ich mag ihn gerade nicht nachrennen, aber... Nein, Blödsinn, ich... Wisst ihr was? Ich habe noch eine bessere Idee, was wir jetzt machen. Ich möchte jetzt... Ah, nein, den möchte ich nicht, den möchte ich nicht, den möchte ich nicht. Auf Wiedersehen. Nein, Moment. Trotzdem, den mag ich... Na, er hat mich gesehen. Verdammt. Nö, 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 nö. Kommt er überhaupt in die Höhle rein? Ich glaube, der quetscht sich dann so witzig rein. Er hat meine Witterung aufgenommen. Nicht gut. Ah, perfekt. Nehmen wir mal das Eisen hier mit. Jetzt möchte ich ganz hoch und mal das Lager oben mir holen. Haben den hier, ja. Ein paar Infos von ihm holen. Ich weiß zwar die Schwächen und das Ganze, aber ja. Ja, Kraut, oder? Auch egal. Ich möchte bitte hier weiter. Irgendwie. Und... Ah, hier kommen wir weiter hoch. Glaube ich zumindest. Jupp. Also bitte... Okay. Oh, das gibt's doch nicht. Das Ding hat mich jetzt einfach verfolgt. Hoffentlich. Ja, das ist. Der ist irgendwie ehrgeizig. Ich glaube, wenn der mal eine Beute. Ja, natürlich. Ja, das ist ja super. Er möchte trinken und er geht Richtung mir. Ja, da habe ich sehr viel Freude mit ihm. Ja, lasst mich in Frieden. Ich tue euch nicht und ihr tut mir nicht. Ach Gott, kommt schon, Leute. Weiter hoch. Ich möchte zum Rathalos-Nest oder zum Rathier-Nest. Ich bin voll. Auch okay. Weil... Wo geht's hier jetzt weiter? Ah, hier. Dort oben ist noch ein Lager, was ziemlich wichtig ist. Das vierte weiß ich gar nicht, wo es ist. Ich glaube, da müssen wir nachher nur mal wen ansprechen darauf. Und dann... haben wir das Lager schon freigeschalten. Oder besser gesagt, der Typ gibt uns nachher eine Quest normalerweise. Blumen? Blumenbeet, das sieht ja super aus. Sonnenblüte. Was haben wir hier oben Schönes? Aber es ist kein Wurm in der Nähe, nur der Anginov. Der böse, böse Anginov. Hier mag ich durch. Danke. Hier können wir nämlich... Ja, mache ich nicht. Ein Lager entdecken. Wo auch immer das jetzt ist. Nö. Ah. Ich glaube, hier sind wir richtig. Ja. Da.
Nö. Du wachst ein Pilz. Ich weiß, dass es ein Donnerkäfer. Gut, gut, gut. Wieder da zurück rein. Noch ein Donnerkäfer. Ich glaube, hier hoch war's. Ach, krass. Ja, doch, hier hoch war's. Dieser Ort wirkt sicher. Ah, perfekt. Und das ist jetzt auch mein Zeichen zu sagen, danke, dass ihr eingeschaltet habt und beim nächsten Mal töten wir endlich den Anjinath. Ja, wie auch immer. Gut, und bis zum nächsten Mal. Ciao.